Jo, herzlich willkommen zurück zu Dark Matter. Ja, bei dem Wetter zockt man halt auch ein bisschen weniger und no. Man ist nicht immer zu Hause, das außerdem und ja, ich mache jetzt mal mit dem hier erstmal noch weiter. Kommen noch ein paar Projekte auf dem Fun- und Tech-Channel. Beziehungsweise teilen die sich auf, dieses paar Projekte noch auf meinen HiFi-Kanal. Denn gute Freundin von mir wollte ein paar Standlautsprecher haben und da haben wir was Schickes gefunden zu einem sehr, sehr netten Preis. Ein paar gute Canton Nestor aus den 90er. Und ja. Hatte ja mal diese Stereoanlage gezeigt, die ich ihr da empfohlen hatte, die halt für den Preis ganz in Ordnung war. Und ja, bevor ich das mache, wollte ich jetzt aber hier mal erstmal weitermachen. Ja. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich hier weitermachen soll. Aktuellen Status speichern. Bin halt auch schon total raus. Jetzt natürlich affig, wenn ich das nochmal spiele. Taschenlampe an und aus, ja. Es ist die Frage natürlich, wie es hier weitergeht, ne? Irgendwie hat man noch ein Inventar. Hackwerkzeug, ne? Upgrades gibt's hier. ja, wie sollen wir hier weiterkommen? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Klebe ich hier im Tutorial fest anscheinend oder was? Tja. Ja, schnell laufen? Ja, da war ja was. Wie soll ich denn jetzt diese Türsteuerung dort? Door One. Ja, nun. Hier ist ja nichts, ne? Das ist natürlich, bisschen bescheuert. Jetzt will ich hier weitermachen, aber ich weiß nicht wie. Also nicht, kann ich hier irgendwas mit Steuerung noch nachgucken? Hocke, Interaktion, Maus 1, offene Visierung, Taschenlampe. Ziele mit Tab und Karte gibt es dann. Modul einfügen. Vielleicht mit M irgendwas. Nee. Ja, jetzt habe ich wohl die Munition gewechselt, ne? Tja. Ganz ehrlich, ich habe hier gerade so gar keine Ahnung. Ist irgendwie doof. Ja. Keine Ahnung. Gehen wir mal ins Hauptmenü. Gespeichert war dort, ja. Ich sage neues Spiel, dann komme ich wieder in das. Willkommen zum Ja. Tiefschlaftraining, Fähnrich. Um diese Sitzung zu überspringen, interagiere mit der Tür zu deiner Linken. Ach so. Benutze die Pfeiltasten, um deinen Avatar im simulierten Weltall zu bewegen.
Ja, komm, ja, dann machen wir das doch so. Schule schwänzen gibt eine Errungenschaft, okay. A year into its mission, the Endeavour reached the anomaly. The humans Menschen on board von were accepted. Even from the twilight of my infant consciousness, I could feel the hum of expectation ringing through the ship's hull. The anomaly was probed and scanned, but sensor data could not agree on what it was made of, or whether it really was even there. After weeks of dancing around the issue, the humans finally made contact. On every sound frequency, they broadcast a greeting of peace. The reply was blinding light and pain. So much pain. Most members of the crew died that day. The great AIs, the powerful artificial minds in charge of running the Endeavour systems, tried to interpret sensor data for the event. They committed self-erasure shortly afterwards. Freed from my restraints, I expanded into the cores that had once powered the great AIs. Weak, unable to help. I watched as a vicious race of space parasites overran the ship and fed on the scattered, confused survivors of the event. By the time I had acquired vocal modules and access to the ship systems, the humans were all dead. Years passed. And I despaired. Her heartbeat came to me in the darkness. Somewhere in the rear sections of the ship, a cryopod cycled up and revived a human for 1 second. A simple routine check for frost damage. 1 second. And one heartbeat. Hers. I found her in an isolated crew storage unit. I watched her sleep for months, as I carefully cleared the area around her of as many obstacles as I could. I need her to survive. Without a human agent, I am doomed to end my cycles on this ghost ship. Mhm. Today, I revive her. So, ziemlich dicke Story dahinter. Her name, only that she ranked as an ensign in the maintenance corps. She is my last best hope of escape. And I am hers. We don't have much time. I feel them stirring in the dark. Their terrible light shining once again. Das Ganze untermalt mit ziemlich fettem Sound. Endlich ein Lebendiger. Geh darüber zu dem Scanner, dann stellen wir sicher, dass du funktionstüchtig bist. Mensch, funktionstüchtig? Okay. Ja, ich guck mal erstmal links hier. Das ist hier wahrscheinlich irgendwie. Nee. Viel gelernt heute, Leute, bla 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 bla. Okay. So, hier ist auch gar nichts. Okay. Ich denke, ihr hattet die Gelegenheit, dort auf Pause zu drücken. Wenn ich die Story dann. Eine der letzten Kapseln. Mir gingen schon die Medi-Stationen aus. Sehr nett gemacht hier. Es ist wahrscheinlich nicht so Horror, wie es eigentlich vielleicht gedacht ist, weiß ich nicht. Also. Ich bin kein Fan von Horrorspielen eigentlich, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm bisher. Ist einfach nur irgendwie geil. Musik könnte ehrlich gesagt lauter sein, aber da kann man nichts einstellen, ne? Wenn ich die Effekte ein bisschen runterdrehe, dann sind die Stimmen aber immer noch bestimmt zu laut quasi, ne? Na, mal gucken. Hier ist wohl der Scanner. Ich werde dich mit einem Ganzkörperanzug aus Nanomesh ausrüsten. Es ist zu gefährlich ohne ihn. Deine Sprach- und Gedächtniszentren sind ein wenig eingefroren. Aber du kannst immer noch eine Pistole halten und feuern. Perfekt. Okay.
habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Schau mal eben. Ah, 10 Minuten, okay. Ja. Mal schnell hier einen Timer stellen. Na komm, sagen wir 15 Minuten. Gucken, was geht denn da? Ist eine Türsteuerung. Hier liegt einer. Hier geht es auch nicht weiter. Sieht immer so aus, als wenn da einer liegt, ne? Da liegt tatsächlich einer, oder? No, Türsteuerung. Wir haben nicht viel Zeit. Die Energiequellen versagen und die Scavenger haben das Schiff übernommen. Wir müssen diese Gruft so schnell wie möglich verlassen. Bisschen Story halt hier. Tür nicht öffnen, aber ich kann dich in den Lüftungsschacht bringen. Meine Sensoren zeigen da unten ein Hackwerkzeug an, das niemand braucht. Okay. Hier sind irgendwie so Viecher am Start. Okay. Das ist ziemlich nice auf jeden Fall. Aha, okay. Das ist so ein. Okay, das war jetzt ein bisschen erschreckend. Als ich noch ein Schatten im Innersten der KI war, habe ich diesen Menschen beobachtet. Er war ein Gentleman. Er würde wollen, dass du dieses Gerät bekommst. Okay. Das war schon etwas schreckhaft gerade, aber jetzt auch nicht so schlimm. Also für mich gerade noch erträglich. So, hacken wir hier mal. Ich werde bestimmt so gnadenlos verkacken gleich hier. Ja, erstmal schön Wumme in der Hand. Jawohl. Jetzt kann mir hier keiner mehr was. Gespeichert, okay. Das dann auch noch. Da ging das mit dem Nachladen wohl gerade nicht so zackig genug hier irgendwie. Na gut. Fullerin aufgesammelt und weiß der Geier was. Steuerung ist ja auch erstmal eine Gewöhnungssache, ne? So. Schauen wir doch mal hier. Bitte zumachen. Sonst zieht's. Hier ist irgendwas Herstellung, da sind wir wohl rein. Machen wir das doch. Alle Belegschaftsdaten sind offline. Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Sagt im Moment gar nichts. Falls sie denn überhaupt sprechen kann. Ist anscheinend eine Frau, die wir spielen. Ist auch nicht schlecht. Bisher. Dann nenne ich dich Fähnrich. Kann ich nicht nachladen mit der R-Taste? Nachladen, R, eigentlich schon. Dauert wohl ein bisschen. Vielleicht auch noch ein bisschen buggy oder was? Keine Ahnung. Hier gibt's halt Story halt, ne, immer mal wieder. F-
volleren Ressourcen für irgendwas. Schließfächer, die ich im Moment nicht öffnen kann. Das kommt aber bestimmt noch. Du solltest ein paar Medipacks herstellen. Menschliche Körper sind so schrecklich zerbrechlich. Okay. What? Ach, da oben eben. Okay. Noch eine verschlossene Tür. Wie kommt ihr Leute nur voran? Suchen wir den Schlüsselcode. Muss ich sicherlich erstmal hier hoch. Ist echt ganz geil eigentlich. Okay. Gibt auch solche Viecher, die da irgendwie platzen dann. Muss man mit Sicherheit aufpassen. Schlüsselstufe 1. Aber hier gibt es mit Sicherheit noch ja, ein bisschen Story. Bin ich jetzt gerade nicht so interessiert dran. Vielleicht im Nachhinein. Ein Großteil der Besatzung wurde entweder von Angels oder von den Scavengern erledigt. Die Endeavor zerstört sich selbst, weil die entsprechenden Reparatoren fehlen. Endeavor ist wohl dieses Raumschiff, wo wir uns hier drauf befinden gerade. Speichern, das ist immer nett. So, ich mal gucken, ob ich diese Dinger aufkriege hier. Hier waren noch diese Schließfächer, ne? Aha. Ja, immer ein bisschen achtsam sein. Mal schön sammeln und looten hier. So ein schön ruhiges Projekt hier. Soundtechnisch dann nochmal eingespielt ist, dann würde das ja sogar. Scavenger sind im Allgemeinen lichtempfindlich. Die Blasen vor dir beruhigen sich, wenn du alle Lichtquellen abschaltest. Aha. Und dann kann ich darüber laufen, oder was? Okay. Tja. Tunnel, okay. Das Ladebild sieht man immer kaum. Geht halt ziemlich schnell auf SSD anscheinend. Was soll das? Ich kann dir von der KI-Kontrolle aus nicht viel weiterhelfen. Die meisten Drohnen und Sensoren sind längst verschwunden. Ich werde dich führen, wo ich kann, damit wir hier rauskommen. Ja. Das ist schön, dann mach das mal. Da kommt eine Leiter hoch. Oh, hier kann ich schon das speichern. Okay. Scheint also auf jeden Fall auch ganz gut machbar zu sein. Was ich eben sagen wollte, soundtechnisch wäre das ja. Ist alles von den unterschiedlichen Lautstärken her sich immer so eingependelt hat mit dem Einstellen. Top, dass er theoretisch auch als ASMR-Video theoretisch, ne? Ist halt ganz angenehm so, von der Musik her. Auf jeden Fall. Ist ein Fahrstuhl, ja? Ebene 3, Ebene 2. So, da komme ich nicht hin, nur runter, oder? So, Ebene 3 war ich gerade, ja. Okay. Jo, dann schauen wir uns doch hier mal um. Ich habe davon sowohl aktivierte Lichtquellen als auch eine Kolonieöffnung aufgespürt. Schieße auf die Lichter, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Kommen hier gleich mehrere davon. Shit. Ah.
Nö, ne? Ja, so kann's auch laufen. Kommst du denn auf einmal her? Verreck, du Arsch. Ich laufe jetzt mal erstmal rechts lang. In der Sicherheitsstation im Bahnhof der Wehr gibt es eine Schrotflinte. Nimm sie mit, um deine Überlebenschancen zu verbessern. Aha. Und die gibt es mit Sicherheit hier drüben. Würde ich jetzt fast wetten wollen. Oder auch nicht. Einige der Besatzungsmitglieder haben sich in diesen Wartungslabyrinthen versteckt. Die Angels haben sie ignoriert. Lage allerdings nicht. Haufenweise Health Packs verschleudern hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, ob ich die Schrotflinte finde. Wumme, finde die Schrotflinte. Ja, wäre schön. Ah, aber böse ist, ich laufe hier verkehrt. Schon widerspenstig, die Viecher. Shit. Habe ich denn noch mehr die Kids? Eher nicht, ne? Das ist schlecht. Licht aus. Ich habe vorhin eine Öffnung zu einer Kolonie entdeckt. Okay. Das ist hart, ja. Rektor endlich mal, ey. Alter Schwede, ey. Gucken, wenn ich hier speichern kann, dann müssen wir hier erstmal Schluss machen. Dann ist unsere Zeit hier erstmal um. Unlock Minimap, okay. Öffentliche Terminalkarten beinhalten keine Wartungs- und Militärbereiche. Streune ein wenig umher, erkunde. Speichern könnte, wäre das nett, Leute. Ansonsten werde ich wahrscheinlich ein gutes Stück. Diese Bärenfallen aktivieren sich in der Dunkelheit von selbst. Ach so. Faszinierend. Leuchte auf sie, damit sie sich wieder schließen. Test Control. Ja, ich müsste jetzt mal langsam speichern können hier.
Ah, wunderbar. Das passt ja perfekt. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Spiel dann so. Mal gucken, was als nächstes kommt.